die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den Liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen, das kann ich mal guten Morgen sagen. Guten Morgen, das ist Macht der Gewohnheit, sorry. Es ist schon 13 Uhr. Also nicht, dass ihr denkt, dass wir erst jetzt aufgewacht sind. Nein, also wir sind, es ist Samstag und wir sind seit 7 Uhr wach. Die Lisa ist, also wir sind heute um 7 Uhr einfach aufgewacht und ich finde das so angenehm, wenn man so ganz früh aufwacht, auch am Wochenende, ja, dann schafft man halt so viel. Auf jeden Fall wollte ich euch ein bisschen durch unseren Samstag mitnehmen, mit unserem ungemachten Bett. Ich hab das noch so gelassen, weil wir es gleich frisch beziehen werden und der Papa hilft mir, der kommt gleich. Und ja, heute passiert nicht viel. Wir waren ja gestern schon Lebensmittel einkaufen und was wird heute gemacht? Also der Papa möchte auf den Dachboden rauf und mir die, wie heißt das, die Boxen runterzubringen von den Klamotten der Mädels. Also sowas, damit ich mir ein bisschen sowas durchschauen kann, ob ich da was fürs Baby rausholen kann. Gewisse Sachen, die halt ja, geschlechtsneutral sind, also so pinke Sachen oder so, natürlich nicht, aber so gewisse Sachen, Bodys, da will ich glaube ich graue und weiße dabei auch haben und auch Strumpfhosen habe ich sicher auch weiße und sowas. Ja, ich glaube sogar die Strumpfhosen, die ich habe, die sind die in Größe 50, die sind auch die von Patrick. Also müsst ihr euch vorstellen, also ich glaube, wir haben, und da ist der Gummi sogar noch gut gewesen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute es. Also ich bin mal gespannt. Papa holt mir das heute runter. Aber zuerst machen wir mal Bett. Papa! Und wir müssen das zusammenbeziehen. Ihr wisst ja, wir haben ja so ein riesengroßes Familienbett von Original Rima. Und das ist schwierig alleine. Und nicht wundern, bei uns ist heute Sirenentag. Also alle Sirenen werden... Das ist schon das dritte Mal, wo die Sirene durchgeht. Und er mehrere. Ja. Und die Hunde drehen einfach am Rad. Ne? Die Luisa, schau dir mal die Luisa an. Zeig mal die Luisa, die Brille.
So, meine Lieben, das Bett ist fertig. Schaut schön aus, oder? Wir haben hier neue Bettwäsche, gelbe. Ganz sommerlich. Auf jeden Fall, Bett ist frisch bezogen. Das habe ich jetzt nur so provisorisch umgestellt, damit es einfach schön ausschaut. Weil das ist eigentlich Luisas Kopfpolster und das ist nur ein Dekopolster. Und ja, hier ist eigentlich auch die Bettschlange, die habe ich kurz mal rausgeholt. Ich überlege nämlich, hier so eine andere Schlange zu holen, so eine Bettschlange. Und nicht mehr dieses Stillkissen, weil das Stillkissen finde ich... Hat ein bisschen viel Platz. Naja. Na gut, Bett ist gemacht und jetzt werden wir Kuchen backen. Gehen. Kuchen backen, Mama. Backst du mit mir einen Kuchen? Ja, ja. Sehr gut, wir gehen jetzt einen Marmorkuchen backen. Der Papa ist schon in der Küche und er kocht. Was fürs Mittagessen? Kuchen essen. Du musst Hände waschen. Du bist ganz pickig. Bitte. Ja, typisch Kleinkind, oder? Immer picking auf den Fingern. Geh mal Hände waschen. Mama muss ja auch Hände waschen. Warte, ich falle in die. Gehst du runter? Upsi. Wie soll ich denn hier kochen? Backen. Wenn der Papa und der Buddy die Küche umgewandelt haben. Jetzt kannst du nicht backen, jetzt essen und danach kannst du backen. Na, ich will jetzt backen, der Kuchen braucht ja urlang im Ofen. Dann super. Ich hab deine Hände nicht, der Patrick hat sich ein bisschen ausgebreitet. Ja, der Buddy macht. Ja. Auf jeden Fall macht der Papa hier für uns faschierte Leibchen und für euch. Macht der Patrick die veganen Schnitzel, oder? Mit Polenta. Kuchen backen. Ja. Wir haben jetzt den ganzen Tisch voller Zutaten. Gell, Lisa? Sind wir ready? Fangen wir an? Siehst du, süß. Marmorkuchen aus, aber er ist noch nicht fertig. Okay, hier ist mir ein Stück abgebrochen. Macht aber nichts. Weil es fehlt nämlich noch was ganz Wichtiges. Und zwar Kuvertüre. Also Schokolade kommt jetzt noch drüber. So eine Schokoglasur. Und die muss ich jetzt machen. Also im Wasserbad. Ihr braucht einen starken Mann, der euch die... Also sie ist eh schon ein bisschen vor, aber ich will, dass du sie nochmal in der Hälfte doch. So? Yes. Und so auch? Ja. Dann machen wir gleich so. Das geht eh einfach. Wieso hast du dann nicht? Das kann auch ich. Ja, deswegen hast du mich geholt, weil das kannst. Ich bin noch nicht so gut mit der rechten Hand. Schaut, ein bisschen aua habe ich noch. Das hättest du auch machen können, gell? Nein, das hätte ich nicht machen. SpongeBob. Und wer bist du? Ich bin der Patrick. Du bist Gary. Ich bin der Mr. Krabs, der Gierige. Stimmt. Ich kann Geld ausgeben. Ich würde gar nichts. Noch? So. Kleiner? Nein, das passt schon. Hau rein.
Nein. Alright. Aber er macht gerade ein bisschen Stress, weil wir müssen noch einen Dachboden und er hat Angst, dass das Tageslicht verschwindet. Ja, ja. Es ist nämlich schon 4 Uhr. Ja, aber das geht eh schnell. Wir sehen, das ist rucki zucki fertig. So, die Kuvertüre ist jetzt fertig geschmolzen und die wird jetzt gleich drüber geschmissen. Nervosität. Und drüber gegossen oder geschmissen? Gegossen. Boah, sieht lecker aus. Das schmeckt auch wirklich super lecker. Früher haben wir das immer so ohne gegessen, dann haben wir es einmal gemacht, weißt du noch? Und seitdem können wir nicht mehr, müssen also wir es immer so machen. Wenn die Schokolade ein bisschen härter wird und die ist so knusprig. Mm. Und es gibt auch saftig. Also es ist so, ich finde, dass das Fett der Schokolade nochmal den Kuchen saftiger erhält und macht, oder? Ja. Ruf mal die Lara, vielleicht mag die Lara auch. Lara! Greif sie mal rein, Luis. Aber ich will auch noch kein Kuchen. Magst du Zuckerstreusel drüber geben? Ja. Na komm, mach gut. Okay. Lara, du musst vorsichtig. So ja. Habe ich gedacht. Ja, ich hab's. Und so schaut unser leckerer Marmorkuchen aus. Lecker, oder Luisa? Ja. Lara ist hier ein bisschen... Schokoladebrot. Schokoladebrot, ja, so kann man es auch nennen. Schokoladebrot. Aber es ist Kuchen. Mega ja, lecker. Schokolade. Und da drinnen ist auch ein Paradies. So, und jetzt, da wir mit dem Kuchen fertig sind, schaut der Papa rauf in den Dachboden. Er will ja die Kisten runterbringen. Okay, der Papa hat was vergessen. Also, er muss ja auch den Koffer raufbringen. Schatzi, den Koffer wolltest du ja auch gleich raufbringen. Der ist im Wohnzimmer. Ja, und das ist Bobbycar. Bobbycar. Ja, und die Klamotten runter, damit ich mal reingucke, was da so noch gut ist für das Baby. Und wir machen übrigens auch für jedes Kind so eine Erinnerungsbox. Die Boxen haben wir schon gekauft beim Ikea und die müssen wir noch befüllen. So, Papa Bär klettert jetzt rauf. Er hat mich vorhin gefragt, frag doch mal, was du mich vorhin gefragt hast. Magst du auch raufkommen? Ja, magst du auch raufkommen. Wie stellst du dir das vor? So hoch, 5 Meter. Ja, mit der, ich kann nicht, hier, sind, ja, ich brauche das glaube ich nicht kommentieren, oder? Wie soll ich? Das ist Spaß gemeint. Ja, genau, das ist ernst gemeint. Was ist das denn? Was ist das für ein. Was kommt da raus, Schatzi? Das ist ein Pflanz. Ein Pflanz, aber was Schane? Kirsche oder was? Nuss? Nein, der macht so ein Blümchen, aber heuer macht er Urlaub. Aber das ist keine Pflanze, das ist ein Baum, der da rauskommt. Ist ein Baumzieh? Na komm, geh rauf, Baba. Sonst schiebst du mich. Soll ich das mitnehmen? Ja, nimm mit. Ich kann ja nur runterfahren. Ja. Na oben sicher nicht. Ja, wie gesagt, habe ich Angst vor den Bewohnern, die da oben wohnen. Wieder mal oder sowas? Ja, zum Beispiel. Ja, wir haben hallo, darf ich rein? Hello! Meine Fresse, wie da aussieht. Wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sind Feder. Ich war mir selber Angst. Also egal, wenn irgendwas ist, ich schreibe zu Mama. Mama ist eh unten. Mama, welche Kiste? Mit Klamotten. Ich hab schon ein paar Spinnen im Kopf. Ein paar Spinnen spazieren auf meine Glatze. Ja. Wieder.
das ist ekelhaft. Jetzt muss ich mir ein bisschen Platz machen, weil ich habe Angst vom Spinnenweben und so. Welche Kiste? Der Papa hat leider nur eine Kiste oben am Dachboden gefunden. Das ist, glaube ich, die von Patrick noch. Da werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich fündig werden. Aber das sind nur große Kinderklamotten. Große Jungs, einige. Wahrscheinlich muss ich jeder schon ausmisten. Mal schauen, was da alles so dabei ist. Auf jeden Fall muss es noch eine Kiste geben. Die ist wahrscheinlich dann im Gartenschüppchen drinnen. Hast du, weißt du, wo sie ist? Ich weiß, wo sie ist. Aber und wo? Hier ist ja auch richtig gut aufgeräumt, wie man sehen kann. Das ist Papas System hier. Alles quer durcheinander. Hübsch. Ja, ist von Wetterung geschützt. Toll. Wenn du was mal was Dringendes hier brauchst. Was brauchst du, ich gebe dir gleich. Die Klamottenkiste. Corona. Bitte tut dir nur nicht weh. Das nenne ich mein System hier. Du hast gesagt, diesen Frühling räumst du alles aus und räumst, aber nicht komplett schön. Ich würde dir. Kleine Lüge ist das, sag ich euch. Wie soll ich jetzt an dieser Box rausnehmen? Ja! Die Luisa, schau mal, diese alle Babyklamotten von Luisa. Auf jeden Fall war mir das wichtig, das zu finden. Ja, Mann, ein schöner Ladeschuh. Ja, das war von Patrick seiner. Ach so. Und so ein paar Latzhosen, das kann ich hier dann alles fürs Baby nutzen. Ne? Und diese Jacke kann ich auch nutzen. Das ist jetzt die Ausbeute fürs Baby. Also das ist das, was quasi jetzt hier von den anderen noch so rausgenommen habe. Wie zum Beispiel diese Strumpfhose. Gebt euch das. Die hat mal den Patrick gehört. Könnt ihr euch das vorstellen? Die ist schon einfach 16 Jahre alt, diese Strumpfhose. Salva, komm mit in der Rede. Leg sie einfach am Boden, weil. Wo, hier? Ja, bei mir, beim Büro. Ja, hier ist nicht im Büro. So, und jetzt wird ein Stück Kuchen gegessen, oder Luisa? Ja! Ist lecker, Mäulchen, schmeckt? Natürlich, Schokolade schmeckt immer, oder? Du brauchst noch eine Scheibe. Du brauchst noch eine Scheibe? Ich mag auch mal meine essen. Okay. Mein Bauch tut schon weh. Gib her. So hol ich mir selber über. Nein. Der Patrick kann leider kein Stück essen, weil es nicht vegan ist. Du hast, der ist dein Saft. Aber der ist doch fluffig, oder? Mhm. Mega lecker. So, meine lieben Kuchen haben wir jetzt gegessen. Ich bin so platt einfach. Jetzt ist aktuell, glaube ich, schon 18 Uhr, seit 11 Stunden bin ich auf den Beinen und ich bin so müde gerade aktuell. Ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen. In das frisch gemachte Bett, da freut man sich am meisten drauf. Wir machen übrigens immer die Tür zu, damit die Hunde nicht da, weil die spielen da sonst abfangen in unserem Bett und so. Ja, werde mich gleich da hinlegen. Ich wollte mich auch vorher noch vom Vlog verabschieden. Ich werde jetzt hier Schluss machen. Wir werden jetzt nichts mehr Großartiges machen. Eine Kleinigkeit wahrscheinlich viel später noch zu Abendessen, was snacken, bisschen Fernsehen. Zeit verbringen als Familie und ja, die Michelle hat sie heute noch gar nicht gesehen, oder? Ein rarer Gast in den Vlogs, sie ist jetzt nämlich nur mehr unten in ihrem Zimmer. Oh, wie groß sie ist, schau dir das an. Die Leute fragen eigentlich, wann wir wieder mal ein Video machen. Für die hier drüben. Ja, müssen wir auch mal wieder machen. Ja. Jo. Na gut, mein Lieben, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss.